Hallo und herzlich willkommen bei, ja, The Long, nicht so dark hier. Wenn wir mal ehrlich sind. So richtig dark will es hier nicht werden, aber dafür sehr, sehr, sehr. Oh Mist, ich hab Piepen auf dem Ohr. Jetzt los. Werde ich jetzt sterben? Oder sind es meine Spider-Senses, die hier am Tingeln sind? So, warte. Ich versuche uns gerade aus dem Schneegestöber heraus zu manövrieren, direkt zur Oma. Und das sollte uns eigentlich gelingen, bevor unser Temperaturpegel auf den Müll geht. So. Die Wölfe haben wir umgangen. Vielleicht ist ja noch der eine, aber der wird uns bei dem Sturm... Wir können den Sturm also auch zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir irgendwie nicht durchkommen, zum Beispiel da drüben, in Richtung Brücke, ne, wo der Stash noch ist. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Dann eigentlich gleich wieder zu Hause sein. Ich weiß nicht, ob der Wolf jetzt hier noch rumkreucht, aber der wird wahrscheinlich dann uns doch nicht wittern. Wittern? In Neuss! Erstmal wieder die traurige Bratsche anspielen. Ich glaube, ich höre Wolfsgeheul. Die sind also doch in der Nähe. Alter, hör auf mich zu erschrecken. Okay. Das war echt schon cool. Also das ist schon sehr cool gemacht mit dem Schneesturm. Wie das dann aussieht, wie der durch die Stadt zieht hier quasi. Gut, kein Wolf hier. Fast ein bisschen schade. Wir könnten jetzt aber theoretisch... Ich frage mich, ob die Wölfe nachts schlafen. Nee, ne? Das glaube ich nur Wunschdenken. Oh, Temperatur ist gerade am kritischen Punkt gewesen. Haben wir es gerade noch so geschafft, aber jetzt wärmen wir uns erstmal bei Oma auf. Mh, Oma ist die Beste. Hat auch immer noch ihr Süppchen da hängen. So, Kaninchenpelz sind bald fertig. Und wir haben wieder Kaninchen mitgebracht. Und wir sind immer noch nicht verhungert und haben jetzt wieder neue Nahrung gefunden. Läuft gerade eigentlich. Problem ist nur, wir müssen die Nahrung... Wir können bei Oma nichts einlagern, ne? Oma ist da sehr herrisch, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssen aber Sachen ablegen. Wir haben 3 Liter Wasser. Können wir da vielleicht ein bisschen was trinken? 34,73. Ah, das hat nicht so viel gebracht. Okay. Wir müssen ein bisschen was ablegen. Und wir haben momentan... Brecheisen, die 2. Axt zum Beispiel, diese hier, die neuere Axt würde ich ablegen, den Dosenöffner, den 2. Leder und sowas. Ich bin noch nicht ganz sicher mit dem Leder. Ja, und sowas hier müssen wir auseinanderrufen. Ja, wir haben momentan zu viel zu essen und zu trinken. Das ist unser Problem, Oma. Das ist unser Problem, verstehst du, Oma? Das ist eigentlich voll geil. So, ich habe mich aufgewärmt. Ich gehe kurz rüber in unseren Shop was ablegen, weil bei Oma dürfen wir nicht. Dann gehe ich kurz rüber. Oma, ich bin gleich wieder da. Zum Schlafen und zum Essen komme ich rüber, ne? Aber das Lager mache ich drüben, damit du nichts kriegst. Puh, was ein Wetter. Ah ja, wir müssen ja eh in die Bank. Wir müssen ja zum Schließfach. Fällt mir da gerade ein. Ich weiß nicht, welches Schließfach das ist. Wir müssen gleich mal gucken, welcher Schlüssel das ist. Haben wir den hier irgendwo? Kann ich hier suchen? Nach irgendwas? Nee, ne? Da ist die Falle. Ist wahrscheinlich bei Questgegenständen, ist wahrscheinlich nicht im Inventar, oder? Da ist es. Schließfach 15. Jetzt. So, das Bankschließfach der Grauen Mutter. Ein Schließfach, das den gestohlenen Gegenstand der Grauen Mutter enthält. What have we here? 5 Kilo? Was kann das für ein Gegenstand sein? Kehre zurück. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal Leder. Na gut, da wir jetzt sowieso erstmal noch hier bleiben, würde ich das Leder vielleicht doch wieder reinlegen. Und ein bisschen Kaninchenkrams.
Die zwei toten Kaninchen, ja, die würde ich vielleicht mitnehmen, das Fleisch ausweiden und so ein bisschen. Ihr kennt das ja, das Übliche. Die Laterne mal drüben gelassen. Bargeld kann man immer mal brauchen, wiegt nicht so viel. Kann man das nicht stacken? Bargeld kann man auch super stacken. Okay. Da unten packe ich Essen rein. Ganz unten. Und zwar erstmal die guten Sachen. So. Alle umlagern. Das Käffchen, dann den Riegel, weiß ich nicht. Streichhölzer wiegen nicht so viel. Das Hundefutter würde ich noch essen. Vielleicht sollte ich die Karnickel hier auch einlagern. Die Karnickel halten länger, wenn man die draußen legt, aber leider nur so lange, bis die Wölfe die finden. So, die scheinen doch was zu wiegen. 35 haben wir gerade. Da haben wir noch Stoff, 3 Stoff haben wir noch. Die würde ich gerne behalten, da kann man auch reparieren. Geschmacklose Tomatensuppe kann hier noch rüber. Das hier würde ich nochmal behalten, das wiegt nicht so viel. Dann haben wir noch 3x Zedernholz. Ach so. Hier ist gar kein Brennmaterial drin. Wo war das drin? Das war hier drin. Und der ist voll. Und da ist noch ein Karnickel drin. Kaninchenkadaver. Das haben wir, glaube ich, ausgenommen, ne? So, schimmliger. Ich habe ihn aber nicht gegessen, ne? Bitte sag mir. Nee, habe ich nicht. Hätte ich ja gesehen. Okay, das wiegt kaum noch was. Das heißt, das Kaninchenkadaver, da haben wir nur soweit ausgenommen. Wo ist denn der schimmlige Schokoriegel? Da, oh Gott sei Dank. Den lassen wir schön hier. Das Ding hier würde ich mitnehmen. Das hier. I might have to drop some gear. Ja, 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 das tue ich dann da unten rein. Und zwar. Ich versuche mich gerade zu beeilen, dann übersehe ich immer alles. So, das kriegt aber auch nicht unbedingt. Dann haben wir hier eine Dose. Ist auch nochmal ein halber Kilo. Hier haben wir noch Dose Gipfelbrause. Geschmacklose Erdnussbutter. Kann man hier noch einfrieren. Das hier auf jeden Fall. Da haben wir echt eine schöne Schublade mit Essen. Und die beiden Karnickel könnte ich theoretisch auch da reinpacken, aber das Fleisch würde ich gerne rausholen und dann vielleicht hier einlagern. So, wir wiegen immer noch 42. Ich weiß nicht, was hier los ist. Und es wird dunkel. So, Aktenschrank. Hier können wir das Beil reinlegen zum Beispiel, das Gute. Mit dem guten Beil können wir vielleicht einen Wolf kaputt schlagen, eventuell. So, ein Dosenöffner, die wiegen nicht wirklich viel, aber hey, Brecheisen können wir hier drin verwenden sogar. Brandbeschleuniger würde ich mitnehmen, wiegt nicht so viel, können wir immer brauchen. Ein Topf würde ich immer gerne dabei haben aus Prinzip, weil wenn wir mal woanders essen. Wobei, den brauchen wir glaube ich auch eher nicht, oder? Wir haben bei Oma mal 2 Kochtöpfe. Okay, 40 Kilo. Wir geben Oma erstmal ihr Ding da zurück, würde ich vorschlagen. Ganz großartig. Kann ich stecken? Nein. Wie bei jedem Schritt klappern, weil wir überladen sind. Das ist ein schöner Effekt eigentlich. Habe ich nie drauf geachtet, oder? Habe ich drauf geachtet? Nee, habe ich eigentlich nie drauf geachtet. Wenn man hier so rumlatscht. Ich dachte, er hat ja dann Gold. Paranoid geworden. Tür öffnen, dann kommen wir zu Omi, dann kann man noch ein bisschen was essen. Die Kaninchen vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen, das wäre noch ganz gut. Hauptsache wärmend am Feuer. Oh, wir kriegen wieder. Oh, wir kriegen immer Suppe. Das ist ja lieb. Okay, komm, erstmal schönes Gespräch. Fach. Ich bin vom Fach. I managed to get into the bank and. Did you find it? Here's the safety deposit box you asked for. I still don't. Shh, please. Give me the box. Jetzt bin ich gespannt. Jewelry? I don't understand. You said this would help me find her. It will. Outside her, it will.
I need to find my friend. Do you think you'll be okay here by yourself? You've done more for me than you can know, Mackenzie. These pearls were my lilies. I didn't come across anyone in a farmhouse or bank that seemed like a lily. Lily was... It doesn't matter. Did you get confused? In your foggy gray memories? Maybe you thought Lily and my friend were the same? I'm sorry, Mackenzie. I thought I was helping you. It's okay. I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean there's another way out? Yes. My Lily was a climber. That's what happened. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains, north, towards Perseverance Mills. Okay. If you're sure. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there and find your friend. And don't stop to think about Milton or Grey Mother again. We're of the old world. This new world is for the strong to survive. Erinnerung, das verlorene Paradies. Oh, das verlorene Paradies. Na komm, Lily. Erzähl nochmal am Feuer. Who was she? You want to understand Lily's story? Man who fell from the sky. I think I know enough about Lost to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lily's still here? In Milton? Why didn't you say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. Okay. Nimm die Kletterausrüstung aus Lilys Truhe, besuche Lilys Grabstein. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das keine normale Aufgabe ist. Ja, okay, gut. Die arme Lily. Ist wahrscheinlich beim Klettersteigen. Beim Klettersteigen? Ich wiege immer noch 40? Was habe ich denn? Was ist denn hier so schwer? Wo war hier nochmal? Da. Wieso habe ich 12 Liter Wasser? Weil ich das Wasser nicht abgelegt habe in der Bank. Ich bin so doof. Ja, hey. 12 Liter ist doch kein Problem. Kann ich ins Klo kippen wieder? Nee, ne? Also kann ich im Klo... Kann ich im Klo Wasser aufbewahren? Ich guck mal kurz. Ja. Oh, 12 Liter. Oh, da geht aber eine Menge rein in das Ding. So. Hier ist die Toilette. 0. Okay. Na, ich kann nur nehmen. Ich kann nicht wieder zurückkippen. Ja, das ist nicht so gut. Das ist wahrscheinlich Lilys Room. Truhe öffnen. Mit dem Brecheisen will ich ja nicht ran. Wenn wir jetzt mit dem Brecheisen an die Truhe gehen. Also, kann natürlich sein, dass wir das müssen. Ich war... Oder ist das hier Lilys Raum? Ich glaube ja nicht. Ich will jetzt nicht einfach irgendwie die Truhe aufbrechen, obwohl es halt geht. Wahrscheinlich ist es in der Truhe. Das hier ist nicht Lilys Raum, okay. Ja, wir müssen die Truhe aufbrechen. Mach ich aber dann morgen früh, ne? Schön ausgeschlafen. Achso, das ist Feuer. Ja, 12 Liter Wasser. Großartig. Dann gucke ich mal eben, ob wir zerlegen. 1 Kilo Fleisch. 16 Minuten. 13 Minuten. Mit der Hand geht's aber auch.
32 Minuten, naja. Ging das nicht schneller? Vielleicht, weil wir jetzt überladen sind. So. Zerlegen. Zurück. Dann haben wir noch ein anderes Karnickel. Achso, das müsste weiter oben sein eigentlich, weil wir gerade nach Gewicht sortiert haben. Zerlegen. Fleisch nochmal ein Kilo. Zerlegen. So. Haut und Gedärme, ich weiß, ob wir das noch brauchen. Also Haut, wir haben 4 Karnickelhaut. Und ein paar andere auch. Ich meine, wir können die gefrorenen Karnickel, wir können die noch mitnehmen, so ist es nicht. Ich packe die dann aber erstmal wieder in der Bank dann. So, Kochtopf garen. Frisches Kaninchen, 0,9, 0,96. Und haben wir 3 Kilo? Nee, wollte ich schon sagen, 0,08. Okay, hau ich das erstmal ganz kurz rein, weil es schnell geht. 3 Minuten, dann hier garen. Und wir kriegen hier noch eine schöne hausgemachte Suppe. Das mache ich aber erst, die esse ich erst, wenn ich Hunger habe. Ah, Kaninchen gegart. So, das kann ich jetzt schon mal essen. Und dann kann ich hier direkt das zweite Kaninchen garen. So. Dann haben wir gleich gegessen, können wir gleich trinken und dann können wir schlafen gehen. Der Mond ist aufgegangen. Aktuelle Mission, das verlorene Paradies, nimm die Kletterausrüstung. Das heißt, wir müssen uns langsam ausrüsten. Wir könnten hier noch rumsuchen. Ich würde gerne noch, was ist das hier? Noch eine Sache. Lillys Grabstein. Okay, komm, das machen wir auch und dann sagen wir der Oma noch Bescheid. Und vielleicht können wir, wenn wir hier lang gehen, können wir vielleicht nochmal den Weg zur Brücke gehen, den Stash holen. Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Kein Plan. Ich weiß aber auch nicht. Paradiesauen. Da können wir noch die Sachen rausholen, die Bücher und alles. Ich weiß nicht, ob wir da noch was brauchen. Sturmlaternen und so. Brauchen wir die Sachen? Ich horte das ja nur aus dem Survival-Instinkt heraus. Ansonsten... Ja, bleibt nicht mehr viel. Da müssen wir uns halt ausrüsten, überlegen, was wir halt wirklich mitnehmen wollen. Und dann müssen wir uns auf den Weg machen. Ich würde Nahrung mitnehmen, halt so viel wie möglich. Feuerkrams. Zweige finden wir bestimmt auf dem Weg. Ne, da kommen wir bestimmt irgendwie durch. Tja, Oma, dann bin ich bald weg. Mit der Kletterausrüstung. Und wir verlassen Milton. Irgendwo anders hin, in Richtung von Ausdauermühle. Der Name ist so doof, die Ausdauermühle. Naja, so. Kann ich 11 Minuten, wenn ich jetzt hier einfach mal, wenn ich hier sage, bis zum... Mache ich einfach mal. So, gegart. Das kann ich nehmen und das kann ich essen. Das andere esse ich dann morgen früh. Bzw. morgen früh kriegen wir auch eine Suppe. Also kann ich das Kaninchen eigentlich jetzt schon essen. So, wo ist es denn? Da, nochmal schnell essen. Passt perfekt. Super. Und natürlich trinken, damit wir nicht... Naja, wir bleiben überladen. So. Haben wir einfach mal ein bisschen abgetrunken. 12 Liter ist, glaube ich, das Maximum, was hier reinpasst. Kann das sein? Boah, so ein 12 Liter Kanister, Alter. Wie riesig muss der denn sein? Warum schleppe ich den denn mit? So, Omi, die Suppe esse ich morgen. Ich danke dir. 99% getrocknet. Sehr gut. So, ich hoffe, wir können überladen auch schlafen. Würde ich sagen, erstmal wieder 8 Stunden. So. Mauschel, Mauschel. Na, Stündchen könnte man theoretisch noch machen, aber... So, das Süppchen will ich fast nicht essen gerade. Ich mach's trotzdem mal. Wir müssen ja eh raus. Oder wir essen's gleich. Wir gehen erstmal... Aber ich muss ja nicht wieder hierher kommen, ne? Es ist ja echt nur das Wasser, was uns gerade... Pfirsiche haben wir 3 Stück... Pfirsiche. 1,5 Kilo an Pfirsichen dabei. Den kann ich jetzt weglegen, weil ich glaube, das wird schon reichen. Ausgemachte Suppe, komm. Die gönnen wir uns gerade mal. Hat auch exakt gepasst. Wir sind aufgewärmt. Danke, Oma. Bis gleich. So. Vielleicht dann können wir noch 1 Kilo an Pfirsichen ablegen. Oder? So. Sonnenaufgang. Keine Wölfe in der Nähe. Doch, Wolf in der Nähe. Ich sollte speichern. Ich sollte unbedingt speichern, vor allem wenn ich gleich rausgehe.
Ich kann, glaube ich, es gibt, glaube ich, immer einen Hinterausgang, ne? Bei der Bank wahrscheinlich auch. So, Mann. Ich erkenne gerade noch nichts. Vielleicht müssen wir noch ein paar Minuten warten. Es wird ja eh gleich hell. Den Wolf draußen kann ich auch essen. Ich sag's nur, ne? Ich wünschte, wir hätten ein Messer. Okay, trinken kann ich wieder. Lalalalalalala. Dann haben wir wieder ein bisschen Gewichtsreduktion. Okay. So. Ich weiß nicht, ob ihr gerade was seht. Ich sehe ein bisschen was. Hier ist der Aktenschrank. So, und dann lege ich jetzt erstmal natürlich Wasser ab. Das Wasser. Wie viel legen wir denn ab? Oh, da passt nicht mehr so viel rein. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht doch. Spind öffnen. Der ist voll. Da geht... Naja, da müssen wir hier Wasser reinpacken. Was soll's. Hilft ja nix. So, einmal rüber. Wie viel machen wir denn da? Wir könnten 10 Liter. Ich mache mal 9,5. Das sieht schon viel besser aus wieder. Und dann würde ich vielleicht in den Spind hier... So, wo ist er? Hier. Dann würde ich hier vielleicht noch ein bisschen de Pfirsich. Wo ist denn de Pfirsich? Die eingelegten Pfirsiche. Hier, guck mal. Ich hoffe, die sind auch genießbar mit 21%. Ich möchte am liebsten immer speichern, bevor ich die esse, damit ich keine Lebensmittelvergiftung kriege. Die sind echt ätzend. So, die Karnickel tue ich auch mal rüber. Sind 0,6 Kilo immerhin. So. Die können wir später noch auseinandernehmen. 3 Karnickel haben wir. Dann kriegen wir noch schön Därme draus und so. Die können wir vielleicht irgendwo später. Därme in die Wärme. Und das war's, glaube ich, ne? So. Brauchen wir dann sonst noch irgendwas? Ich meine, wir haben ganz viel Geäste dabei. 2 Äxte. Das Zedernholz brauchen wir halt eigentlich momentan auch nicht. Und das da auch, die Zweige auch nicht unbedingt. Da, wo wir jetzt hingehen, vielleicht zum Feuer machen brauchen wir. Vielleicht ein Zedernhölzchen können wir behalten. Aber sonst würde ich halt echt nicht. So, pack ich mal hier oben rein. Ist egal. So. Da. Hauptsache ein bisschen. 8 Zweige, da würde ich eher... So, 2 Zweige können wir behalten, wegen, ne, Feuer machen und so. Rohrkalben können wir auch behalten, wegen Feuer machen. Gut. Aus der Zeitung können wir später noch die Dingensen machen. Die können wir uns noch craften. Jetzt haben wir erstmal genug. 24, dann können wir wieder 10 Kilo tragen. Ich hoffe, das reicht. Brandbeschleuniger haben wir auch dabei. Hier haben wir ganz viel dabei, erstaunlicherweise. Die wiegen halt auch 0,5 insgesamt. Naja. Die Socken... tue ich erstmal da rein. Die Schuhe auch. Ist auch ein Kilo. Die Dinger tue ich auch da rein. Hier haben wir eine Mütze, die wir nicht brauchen gerade. Die Handschuhe brauchen wir gerade nicht. Das können wir alles noch auseinandernehmen. Bevor wir uns auf den Weg machen, sollten wir auf jeden Fall unser Gear überprüfen, das alles in Stoff verwandeln und dann gucken, was wir alles mitnehmen. Leder müssen wir ja auch mitnehmen, um die Schuhe zu reparieren. Wäre vielleicht ganz gut. Die sind momentan bei 100%, weil wir neue haben. Gut. Und das vielleicht mal tauschen gegen neues Nähset. Oder 2. Brecheisen ist ganz gut, weil wegen sowas hier. So. This will come in handy. Kampfstiefel. Leider nicht auf den Winter ausgelegt, okay. Bietet guten Widerstand gegen Tierbisse. Ja, okay. Aber ich meine, unsere Stiefel sind jetzt auch nicht auf Winter ausgelegt. Hä, die sind wärmer als unsere jetzigen. Nice. Erstmal fett die Kampfstiefel anziehen. Und dann können wir... die Stiefel gleich wieder hier reinlegen. Die war gerade eben ausgezogen. Die auch neu waren übrigens. Flups. So, haben wir Kampfstiefel. Auch schön. Der ist leer. Den hat man schon ausgeräumt. Metallregal. Hat man noch irgendwas, was man aufstemmen kann? Hier? Nee, ne? Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Bank... Schlüssel 20. Ein Schließfach gibt es noch. 2 sogar. Okay. Ich hätte schwören können, ich habe die Häuser echt alle durchsucht. Oder vielleicht findet man die Schlüssel einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. So. Spind öffnen. Sonst hatten wir hier nichts mehr mit Schließfach, ne? Also mit abgeschlossen, mit, weiß auch nicht mehr, wo die Dinger waren, die man jetzt öffnen kann mit dem Ding. War hier nicht noch irgendwas, was wir nicht mitnehmen konnten? Schublade öffnen? Nee.
Abgeschlossener Mülleimer. Okay, da ist noch Stoff. La 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 la. Gut, dann lass mal gucken, was wir jetzt gegen den Wolf machen können. Das würde mich interessieren. Ich speichere mal eben. Wolf. Und dann müssen wir uns eigentlich auf einen langen Weg machen. Wir haben jetzt nur eine Axt. Ich hoffe nur, die funktioniert auch. Und vor allen Dingen muss ich gucken, das ist so doof mit der Auswahl vorher. Ich würde mir die halt gern in so ein... Ich würde dem Wolf schon gerne eine reinsemmeln, ne? Um ihn dann zu... Da hinten sind auf jeden Fall welche. Um ihn dann zu verspeisen. So, die Krähenfedern habe ich diesmal nicht mitgenommen. Und wahrscheinlich brauchen wir die, um später noch Pfeile herzustellen. Okay, wahrscheinlich 2 Federn pro Pfeil oder so. Vielleicht aber auch 4. Okay, der Wolf hier ist nicht mehr da, aber dafür haben wir da hinten einen, den habe ich schon gesehen. Da schleicht er gerade rum. Am Bildschirmrand. Es sind sogar 2 Wölfe auf dem Weg. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die bekämpfen können. Wir haben nicht die Mittel, gegen 2 Wölfe gleichzeitig zu kämpfen. Geschweige denn 3. Spiel speichern, Wolf. Entschuldigung, ich muss nochmal. Da müssen wir nicht alles nochmal machen. So. Ich lock ihn erstmal ein bisschen weg. So. Ich wünschte, ich könnte die Axt vorher schon ins Slot legen, wenn er angreift, sofort reagieren, statt mir jetzt erstmal irgendwie eine auswählen zu müssen, eine Waffe. Ich hätte auch die schlechte Axt einfach ablegen können, ne? So, Blutverlust. Was kann ich machen? Ich bin da noch nicht so richtig für Wolfsbiss, Behandlung, Verband, Infektionsrisiko, Antiseptikum oder so ein Ding. Und satt bin ich auch. So, schön. Behandlung. Ein Verband. Erstmal hier, Antiseptikum. Verwenden. Ne. Ach, das ist der Wolf, der hier rumrennt. Ich dachte gerade. So, Antiseptikum auftragen. Geheilt, Infektionsrisiko. Dann ein Verband. Verwenden. So, wie sieht's aus? Gut. Wir haben ein bisschen Lebenskraft verloren. Der Wolf rennt hier noch durch die Gegend. Berserkend, möchte ich sagen. Aber soweit haben wir ihn ganz gut verkraftet eigentlich. Das war der erste Wolf. Da ist aber noch ein zweiter. Und durch den Blutverlust, ne, der blutet jetzt ja die ganze Zeit, durch den Blutverlust wird der auf jeden Fall irgendwann hier als wunderschöner, gefrorener Kadaver rumliegen. Und entweder von seinen Kumpels gefressen. Da ist er, glaube ich, ne? Ja, du bist ein Süßer. Boah, hab mich voll verjagt gerade. Na toll, der rennt natürlich genau irgendwo, wo wir nicht mehr hinkommen werden. Wir hätten den hier einfach rumlaufen lassen sollen, hätten wir ihn ein bisschen abgesucht. So, Wolf Nummer 2. Problem ist aber, ich glaube, die respawnen, ne? Also wenn wir die jetzt umbringen, bringt das nicht so viel, wie wir gerne hätten. Okay, da vorne ist auf jeden Fall noch einer. Ich weiß gerade nicht genau, wo. Na gut, ich bin auf alles gewappnet. Wir sind noch 3/4 lebendig. Das ist eigentlich ein guter Schnitt. Und wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns, wenn wir bis zur Brücke wollen. Also einige Wölfe werden dann noch kommen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Weg überleben. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Cheerio. Tschüss.